Das Duell. In 27 Ligaduellen behielt 18 Mal der THW Kiel die Oberhand. Nur einmal gab es keinen Sieger. Im Hinspiel dieser Saison hieß der entscheidende Mann einmal mehr Andi Schmid. Er netzte beim Löwensieg 9-mal ein. Dramatik in 2014. Nur 2 Tore entschieden nach der gesamten Saison die Meisterschaft zugunsten des THW. Historie. Kiel ist deutscher Rekordmeister. In den letzten 2 Jahren sicherten sich aber die Löwen den Titel. Die letzte Meisterschaft 2017 feierten die Löwen ausgerechnet gegen Kiel am 32. Spieltag. Der Pixum Supercup. Im Duell Meister gegen Pokalsieger 2017 hatten die Löwen am Ende erneut die Nase vorn. Dafür zogen die Kieler mit nur einem Tor mehr gegen die Löwen ins Champions League Viertelfinale ein. Löwen, Kiel, Löwen. Der Isländer Gudjon Valur Sigurdsson ging in seiner Karriere schon für beide Clubs auf Torejagd. Hendrik Pekeler. Den 26-jährigen Löwenkreisläufer zieht es im Sommer aus familiären Gründen in Richtung Kiel. An der Seitenlinie geballte Kompetenz. Alfred Gislason und Nikola Jakobsen bringen die Erfahrung von zahlreichen Titeln mit. Gislason gewann als Trainer national und international fast alle Titel. Saisonziele. Im Endspurt wollen die Löwen ihre Meisterschaftsambitionen untermauern. Für Kiel geht es um die internationalen Plätze. Wer seinem Ziel bei diesem Spiel ein Stück näher kommt, können alle Fans am Samstag verfolgen. Live ab 18 Uhr im Ersten.